Volleyball ist im Aufwind. Das zeigte einmal mehr die Schulmeisterschaft in Schwechat. So viele Schüler wie heuer waren am Phoenixplatz in Schwechat noch nie dabei. Nur die Mittelschule Schwechat! Peace! Ich spiele Volleyball, weil es uns leidenschaftlich Spaß macht und ich finde es einfach toll. Ja, und ich übe das für auch also schon. Und, ja. Ich mache nur zum Spaß, ein bisschen Sport zu machen. Und ja, und jeder will einen Pokal von der Gruppe. Ich auch, um Spaß zu haben. Ja, und dass ihr unsere Mutter also freuen. Also und Väter. Wir holen den Pokal für, also wir holen den Pokal einfach nur für unsere Schule und für Stolz. Alle Jahre wieder und alle Jahre wieder ist es ein wunderschönes Fest, die Stadt- und Schulmeisterschaft im Volleyball. Jede Menge Schüler heute wieder da. Heute ist das besonders, weil wir 43 Mannschaften haben. Ich denke, das gab es noch nie. Wir spielen erstes Mal in 4 Klassen, das heißt erste, zweite, dritte und vierte eigene Kategorie. Aber was ist auch jetzt extra gemacht, die Mädchen können mit den Burschen spielen oder reine Mädchenmannschaft kann gegen die Burschen spielen. Also für die beiden Geschlechter ist das motiviert. Ihr habt das erste Spiel gewonnen. Wie geht es euch da dabei? Glücklich. Ja, motiviert. Warum Volleyball? Es macht einfach Spaß. Es ist eine tolle Sportart. Was ist der Grund für diese große Teilnahme? Gibt es einen Boom im Volleyballsport? Auf jeden Fall. Ich denke, die Damen, sowohl Damen als auch Herren, haben gute Werbung für Volleyball gemacht in Wien. Die Herren haben Aufstiegsplayoff in die erste Bundesliga gespielt. Die Damen sind auf jeden Fall sind Meister geworden, die Kampfmannschaft. Die zweite Mannschaft hat perfekt in der ersten Bundesliga gespielt mit dem junge Spielerinnen und wir sind vor allem auch tätig in den alle Schulen in Schwechat als Sportlehrer und versuchen heute den Volleyball beizubringen. Philipp, du bist heute hier beim Volleyball Schiedsrichter. Warum das? Ich spiele in meinem freien Volleyball und der Trainer hat mich darum gebeten, hier Schiedsrichter zu sein. Was ist das Schwere am Schiedsrichtern hier? Naja, du musst alles beobachten, musst immer stehen in dieser Sonne. Es ist ziemlich heiß und ja. Es gibt ja auch besondere Regeln. Hier wird es zum Beispiel nicht nach Sätzen gespielt, sondern nach Zeit. Ja, man spielt auf 8 Minuten. Maximal sind 22 Punkte pro Satz. Man darf nicht das Netz berühren. Man darf nicht die Linie übertreten und ja. Schauen Sie da auch immer auf etwaige Talente für die SVS? Auf jeden Fall, das ist auch eine Aufgabe, wobei das ist nicht das erste Mal, dass ich die Kinder sehe. Wie gesagt, wir sind ganzes Schuljahr in den Schulen, wir haben Volleyballblöcke, das heißt, das sind die ausgesuchten Kinder, aber auch die noch nicht gespielt haben, kann sein, dass ein Talent kann wieder kommen, die wir noch nicht gesehen haben.